Schönen guten Morgen an diesem Mittwoch, und die amerikanischen Börsen haben jetzt eine dreitägige Gewinnserie hingelegt. Sie sehen es. Es war ein kleiner Gewinn, der sich hier noch aufgebaut hat, aber es war zumindest mal ein Gewinn, und das stärkt die Zuversicht der Anleger, dass vielleicht dieses Kapitel mit der Korrektur dann auch abgeschlossen werden könnte. Es ist momentan natürlich ein Umfeld, in dem Inflationsdaten, wie wir sie jetzt am Nachmittag dann erwarten, höchste Priorität und höchste Aufmerksamkeit genießen. Also mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Sollte es nach steigender Inflation aussehen, dann könnten die Börsen unter Druck geraten, denn das würde dafür sprechen, dass vielleicht auch die amerikanische Notenbank schneller als erwartet die Zinsen nach oben bringt. Sie sehen momentan, Asien läuft auch ganz ordentlich, vor allen Dingen der Hang Seng, 1,7%. Vergessen Sie bitte nicht, beim Hang Seng ist natürlich Tencent vor allen Dingen hier auch für die Performance mitverantwortlich, etwa 20-22% Anteil. Geht also steil jetzt nach oben, 500 Punkte. Shanghai ebenfalls positiv und der Nikkei erneut im Minus, nachdem der Yen auf ein 16-Jahres-Hoch gestiegen ist. Und das belastet natürlich die Exportwerte in Tokio und daher die eher schlechte Stimmung. Der Dow Jones schauen wir uns an. Eigentlich im Tagesverlauf gestern relativ wenig passiert. Dann so in den letzten beiden Handelsstunden ging es doch mal kräftiger nach oben. Auch das Niveau schön verteidigt. Also deutet sich momentan so eine Entspannung an, und wir sehen hier oben tatsächlich geht es weiter. Sieht erstmal nach einer Fortsetzung aus, die Futures auf jeden Fall positiv. Längerfristig, um Gottes Willen, längerfristig, das ist eine Woche hier. Wir reden von einer Woche. Sehen wir, dass relativ wenig passiert ist, seitdem wir also hier dann auch so eine kleine Erholungsbewegung eingebaut haben. Baidu, gestern Abend nach Handelsende ganz starke Quartalszahlen, der Umsatz um 29% gestiegen, der operative Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, 114% sind es gewesen, wächst an allen Ecken und Kanten, vor allen Dingen bei künstlicher Intelligenz und dem autonomen Fahren. Der Fokus, der wird sich weiter in diese zukunftsträchtigen Unternehmensbranchen, Geschäftsbranchen dann letztendlich natürlich auch verlagern. Nichtsdestotrotz, das Suchgeschäft wird weiterhin einen hohen Stellenwert genießen. Was aber die Anleger natürlich richtig elektrisiert momentan, ist die Aussicht darauf, dass Baidu seine Video-Streaming-Tochter an die Börse bringen könnte. Also die Pläne sind relativ konkret. Man wartet nur momentan auf das passende Umfeld an den Märkten. Und das hat der Aktie weiter Auftrieb gegeben. Könnte also richtig, richtig spannend werden. Die Aktie nachbörslich 7% im Plus gewesen. Wir sehen es schon, jetzt ist ein bisschen weniger, also 5,4. Sollte aber insgesamt ein guter Tag für beide Aktionäre werden. Under Armour gestern, das heißt dann, wie hat der Kollege genannt, das ist dann eskaliert. Die Aktie gestern 17% nach oben gelaufen, nach überraschend guten Zahlen. Die waren nicht wirklich gut im Sinne des Wortes, aber sie deuten darauf hin, dass Under Armour aus dem Tal vielleicht rausfindet. Vor allen Dingen international läuft es für das Unternehmen besser und man sieht weiteres Einsparpotenzial. Und das sorgt momentan doch für einigermaßen gute Stimmung, oder nennen wir es mal zumindest für Hoffnung. Ebenfalls Hoffnung besteht natürlich auch beim DAX, dass wir hier diese Talfahrt, die wir gesehen haben, dann irgendwann mal beenden. Momentan sprechen die Indikationen für einen Plus in der Eröffnung von etwa 0,7% bei rund 12.270 Punkten. Mal schauen, was der Markt draus macht. Hatten wir ja in den vergangenen Tagen häufiger mal, dass es zunächst einmal ganz gut aussah und dass das am Ende wieder abverkauft wurde. Nichtsdestotrotz, Vonovia dürfte heute Morgen auf der Käuferseite zu finden sein oder auf der in der oberen Hälfte der Performance zu finden sein, nachdem die Deutsche Bank die Aktie mit Buy auf ihre Empfehlungsliste genommen hat. Die Aktie vorbörslich bereits plus 2%. Die Deutsche Telekom, tja, was soll man dazu noch sagen, ne? Also es fällt einem wenig ein. Dieses ganze Jahr über schon nicht besonders stark gewesen. Klar, der starke Euro belastet. Ein Großteil der Gewinne wird in den USA erzielt. Das war natürlich dann schon die Idee, dass da der Gewinn unter Druck geraten könnte. Und nichtsdestotrotz, dann haben wir hier auch noch diese Unterstützungslinie rausgenommen. Und wenn es dann im Markt nicht gut läuft, dann werden die Schwachen natürlich als erstes aus den Depots rausgefegt. Und das führt dazu, dass die Telekom mittlerweile ein Mehrjahrestief erreicht hat. Und es sieht momentan nicht nach einer generellen Trendwende aus.
Das tut mir sehr leid, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es sich hierbei um ein doch sehr ordentliches Unternehmen handelt. Deutsche Lufthansa, ganz anders, gestern nach der Kooperation an Ankündigung mit Flixbus mal kräftiger nach oben gegangen. Ohnehin diese Bewegung nach dem kräftigen Anstieg, ich hatte es gestern schon gesagt, absolut zu verschmerzen. Das sieht auch nicht nach Korrektur aus, das sieht nach Konsolidierung momentan aus. Und jetzt, wie gesagt, der positive Impuls war gestern übrigens der beste Performer im DAX. Ich kann klicken, da kommt nichts mehr. Das heißt, ich schalte jetzt mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Greve, die fröhlich lacht. Also entweder ist die Stimmung sehr gut auf dem Parkett oder ich habe jetzt gerade mir irgendeinen Lapsus erlaubt. Irgendwie beides. Also ich habe einfach gerade festgestellt, so, daran merkst du, dass ich dran bin. Wenn du klickst, es passiert nichts mehr. Aber ansonsten, die Stimmung ist jetzt auch nicht so schlecht. Du hast ja gerade schon gesagt, von der Indikation her deutet sich ja zumindest eine freundliche Eröffnung an. Wie es dann weitergeht, steht zwar immer auf dem anderen Blatt, aber freundliche Eröffnung ist doch immerhin schon mal besser als eine unfreundliche Eröffnung. Und die Vorgabenseite, die ist auch so ein bisschen verhalten. Wir warten heute quasi auf den großen, wichtigen Termin. Wer hätte es gedacht, die Inflationsdaten aus den USA, die interessieren uns aktuell natürlich besonders, weil wenn die Inflation entsprechend stärker ansteigt, dann könnte die US-Notenbank sich ja dann doch überlegen, früher an der Zinsschraube zu drehen oder öfter oder beides. Und das sind ja genau die Zinsängste, die uns in der letzten Zeit hier einige graue Haare beschert haben. Vorgabenseite dementsprechend aus den USA so ein bisschen verhalten positiv. Am Ende des Tages ein kleines Plus von 0,2% für den Dow Jones. Heute Morgen bei den asiatischen Börsen mal wieder ein gemischtes Bild. Der Nikkei im roten Bereich, Shanghai Composite im grünen Bereich und sehr deutlich grüne Vorzeichen beim Hang Seng. Also ein bisschen gemischtes Bild, ein bisschen positive Vorgaben. Ein bisschen Positives, was wir hier erwarten. Und ich meine, hey, das alles am Aschermittwoch, also ist doch eigentlich mal gar nicht so schlecht. Für Aschermittwoch sind ganz schön viele Leute übrigens unten auf dem Parkett schon zu dieser frühen Stunde. So, das soll's gewesen sein. Vielen Dank nach Frankfurt. Wir sehen uns wieder 14:40 Uhr mit der Indikation für die amerikanische Wall Street. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse.